Alles geht mal vorüber. Und so ist es auch diesmal. Unser Treffen war gestern sehr schön. Auch der Abschluss gestern Abend war nochmal richtig schön. Und heute früh geht es jetzt los bei richtigem Regen Richtung Meran. Wir haben uns heute aufgeteilt in zwei Gruppen für die Rückfahrt, weil bei diesen Witterungsverhältnissen es manchmal nicht ganz einfach ist, auch im Nebel und so auch zu sehen, ob noch alle da sind. Und wegen dem machen wir zwei Vierergruppen. Und der Art und der Peter fahren für sich nach Hause. Also, jetzt passt es und jetzt kann es losgehen. Und nachdem das im ersten Video so gut ankam, hier nochmal die Vorstellung der Teilnehmer. Regenklamotten sind angezogen, Schuhe sind dicht gemacht und jetzt kann es rausgehen in den Regen. Also bei wirklich ekligem Wetter führt uns unser erstes Ziel nach Meran. Wir fahren von Mendel aus über den Gampenpass nach Meran. Schauen wir mal, ob das Wetter besser wird. Uiuiuiui, es ist nicht nur das Regen, ne? Jetzt kommt auch noch der Nebel dazu. Jetzt sieht man vor uns gar nichts mehr, da brauchst du bald einen Scheibenwischer am Helm. Los gut, dass die Moto Guzzis gute Bremse sind. Die Rückfahrt über das Timmetsjoch, das schenken wir uns heute bei dem schönen Wetter. Wir fahren also hier die paar Kilometer Schnellstraße an Meran vorbei Richtung Reschen. Das Wetter soll nachher deutlich besser werden und auch wieder warm werden und dem fiebern wir wirklich schon entgegen.
Der Hauch von Meran Richtung Reschenpass, das ist ja immer ein bisschen Nadelöhr. Also da fährt man schon Stop and Go. Also heute ging es noch, aber da habe ich das auch schon schlecht mitgemacht. Aber trotzdem ist es wirklich öde und man muss wirklich aufpassen auch beim Überholen, weil da ein solcher Verkehr hoch wie runter ist. Extremst. Und urplötzlich, so wie das Wetter heute Morgen schlecht war, wird es jetzt viel besser und auch deutlich wärmer. Jetzt macht es wieder Spaß zu fahren. Wenn jetzt noch die Straße frei ist, dann wird es richtig gut. Um die Mittagszeit haben wir jetzt den Reschensee, den Fotopunkt, erreicht. Wir halten an, machen einige Fotos und dann geht es weiter Richtung Landeck und Richtung Imst. Und weiter geht's. Weiter geht's dann bis nach Landeck und in Landeck, da machen wir eine kleine Mittagspause und hauen uns was zum Essen rein, dass es die restliche 250, 300 Kilometer von uns gut gehen kann. Frisch gestärkt, mit vollen Kräften geht es jetzt weiter Richtung Heimat. Wir fahren jetzt nach Imst und dann über das Handenjoch.
den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und in die Thomas-Walch-Straße fahren. Am Handenjoch muss man ja wirklich auch bei der Hochfahrt schon aufpassen, weil da ist schon überall 30 und da wird ja wirklich oft kontrolliert. Also ich kann jedem nur empfehlen, hier auch tatsächlich 30 zu fahren. Das kann sonst echt teuer werden in Österreich. Und jetzt geht's wieder über Zandenjoch. Ihr seht es selber, was da los war. Es hat kurz vorher geregnet und das Wetter ist jetzt nicht so richtig prickelnd beim Drüberfahren. Es ist ziemlich rutschig, wir müssen aufpassen und fahren entsprechend langsam. Wir machen dann die Abfahrt Richtung Elmen. Drei Tage später, 1300 Kilometer später, sind wir jetzt genau wieder am Ausgangsort, wo wir am Montag gestartet sind. Naja, das Wetter wird man jetzt mal sehen, ob es vorhin zählt. Wir fahren jetzt Richtung Autobahn und dann geht es bis Ulm auf der Autobahn und über Landstraßen vollends nach Hause.
Also, danke, dass ihr dabei wart. Das war jetzt die Heimfahrt. Das war jetzt nicht ganz so prickelnd. Die anderen Videos waren schöner. Aber ja, jeder Weg führt halt mal wieder nach Hause. So ist es leider. Also, danke, dass ihr dabei wart. Wahrscheinlich das dritte Mal 2024. Und den bis dann. Bleibt sitzen und noch viel Spaß dieses Jahr und viele schöne Herbsttage. Tschüss, euer Motorradtour.